Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden sich erkälten, husten, anwenden, wirken, behandeln fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz sich erkälten. Soğuk almak, üşütmek anlamına geliyor. Sich erkälten refleksif bir fiildir. Präsens. Ich erkälte mich. Ben soğuk alıyorum. Ich erkälte mich. Ich erkälte mich. Präteritum. Ich erkältete mich. Ben soğuk alıyordum, soğuk aldım. Ich erkältete mich. Ich erkältete mich. Perfekt. Ich habe mich erkältet. Ben soğuk aldım. Ich habe mich erkältet. Ich habe mich erkältet. Tekrar edelim. Ich erkälte mich. Ich erkälte mich. Ich erkältete mich. Ich erkältete mich. Ich habe mich erkältet. Ich habe mich erkältet. Futur 1. Ich werde mich erkälten. Ben soğuk alacağım. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. Futur 2. Ich werde mich erkältet haben. Ben soğuk almış olacağım. Ich werde mich erkältet haben. Ich werde mich erkältet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich erkältet. Ben soğuk almıştım. Ich hatte mich erkältet. Ich hatte mich erkältet. Tekrar edelim. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkälten. Ich werde mich erkältet haben. Ich werde mich erkältet haben. Ich hatte mich erkältet. Ich hatte mich erkältet. Örnek cümlemize geçelim. Wir waren gestern im Regen spazieren und ich hatte keine Jacke an. Deshalb habe ich mich leider erkältet. Dün yağmurda yürüyüş yaptık. Ve benim üzerimde ceketim yoktu. Bu yüzden maalesef üşüttüm. Tekrar edelim. Wir waren gestern im Regen spazieren und ich hatte keine Jacke an. Deshalb habe ich mich leider erkältet. Wir waren gestern im Regen spazieren und ich hatte keine Jacke an. Deshalb habe ich mich leider erkältet.
bir fiilimiz husten, öksürmek manasına geliyor. Präsens, ich huste. Ben öksürüyorum. Ich huste. Ich huste. Präteritum, ich hustete. Ben öksürüyordum, öksürdüm. Ich hustete. Ich hustete. Perfekt, ich habe gehustet. Ben öksürdüm. Ich habe gehustet. Ich habe gehustet. Tekrar edelim. Ich huste. Ich huste. Ich hustete. Ich hustete. Ich habe gehustet. Ich habe gehustet. Futur 1. Ich werde husten. Ben öksüreceğim. Ich werde husten. Ich werde husten. Futur 2. Ich werde gehustet haben. Ben öksürmüş olacağım. Ich werde gehustet haben. Ich werde gehustet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gehustet. Ben öksürmüştüm. Ich hatte gehustet. Ich hatte gehustet. Tekrar edelim. Ich werde husten. Ich werde husten. Ich werde gehustet haben. Ich werde gehustet haben. Ich hatte gehustet. Ich hatte gehustet. Örnek cümlemize geçelim. Da das Kind leichtes Fieber hatte und hustete, ging es für 2 Tage nicht in die Schule. Çocuğun hafif ateşi olduğu ve öksürdüğü için 2 gün okula gitmedi. Tekrar edelim. Da das Kind leichtes Fieber hatte und hustete, ging es für 2 Tage nicht in die Schule. Da das Kind leichtes Fieber hatte und hustete, ging es für 2 Tage nicht in die Schule. Diğer bir fiilimiz anwenden. Bir şey kullanmak, uygulamak anlamına geliyor. Anwenden ayrılabilir bir fiildir. Ayrıca bu fiilimizde farklı olarak preteritum, perfect, futur 2 ve plusquamperfect'te 2 farklı şekilde çekimlenebileceğini göreceğiz. Slaytımızda gördüğünüz ilk çekimli hali daha sık kullanılan halidir. Präsens, ich wende an. Ben kullanıyorum. Ich wende an. Ich wende an. Präteritum, ich wandte an. Veya ich wendete an. Ben kullanıyordum, kullandım anlamına geliyor. Ich wandte an. Ich wendete an. Ich wandte an. Ich wendete an. Perfekt. Ich habe angewandt. Veya ich habe angewendet. Ben kullandım anlamına geliyor. Ich habe angewandt. Ich habe angewendet. Ich habe angewandt. Ich habe angewendet. Tekrar edelim. Ich wende an. Ich wende an. Ich wandte an. Ich wandte an. Ich wendete an. Ich wendete an. Ich habe angewandt. Ich habe angewandt. Ich habe angewendet.
Ich habe angewendet. Futur bir, ich werde anwenden. Ben kullanacağım. Ich werde anwenden. Ich werde anwenden. Futur 2, ich werde angewandt haben. Wer ich werde angewendet haben. Ben kullanmış olacağım. Ich werde angewandt haben. Ich werde angewendet haben. Ich werde angewandt haben. Ich werde angewendet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angewandt. Wer? Ich hatte angewendet. Ben kullanmıştım. Ich hatte angewandt. Ich hatte angewendet. Ich hatte angewandt. Ich hatte angewendet. Tekrar edelim. Ich werde anwenden. Ich werde anwenden. Ich werde angewandt haben. Ich werde angewendet haben. Ich werde angewandt haben. Ich werde angewendet haben. Ich hatte angewandt. Ich hatte angewendet. Ich hatte angewandt. Ich hatte angewendet. Örnek cümlemize geçelim. Schon seit Jahrhunderten wandten die Menschen gegen viele Erkrankungen und Schmerzen verschiedene Heilpflanzen an. Yüzyıllardan beri insanlar birçok hastalık ve ağrılara karşı çeşitli şifalı bitkiler kullanıyorlardı. Tekrar edelim. Schon seit Jahrhunderten wandten die Menschen gegen viele Erkrankungen und Schmerzen verschiedene Heilpflanzen an. Schon seit Jahrhunderten wandten die Menschen gegen viele Erkrankungen und Schmerzen verschiedene Heilpflanzen an. Diğer bir örnek cümlemiz, obwohl er sehr viel Kraft anwendete, konnte er die Stahltür nicht öffnen. Çok fazla güç uygulamasına rağmen çelik kapıyı açamadı. Tekrar edelim. Obwohl er sehr viel Kraft anwendete, konnte er die Stahltür nicht öffnen. Obwohl er sehr viel Kraft anwendete, konnte er die Stahltür nicht öffnen. Diğer bir fiilimiz wirken. Etkilemek, etki tesir etmek, etki tesir bırakmak anlamına geliyor. Präsent, ich wirke. Ben etki bırakıyorum. Ich wirke. Ich wirke. Präteritum, ich wirkte. Ben etki bırakıyordum, etki bıraktım. Ich wirkte. Ich wirkte. Perfekt, ich habe gewirkt. Ben etki bıraktım. Ich habe gewirkt. Ich habe gewirkt. Tekrar edelim. Ich wirke. Ich wirke. Ich wirkte. Ich wirkte. Ich habe gewirkt. Ich habe gewirkt. Futur bir. Ich werde wirken. Ben etki bırakacağım. Ich werde wirken. Ich werde wirken. Futur 2. Ich werde gewirkt haben. Ben etki bırakmış olacağım. Ich werde gewirkt haben. Ich
werde gewirkt haben. Plusquamperfekt, ich hatte gewirkt. Ben etki bırakmıştım. Ich hatte gewirkt. Ich hatte gewirkt. Tekrar edelim. Ich werde wirken. Ich werde wirken. Ich werde gewirkt haben. Ich werde gewirkt haben. Ich hatte gewirkt. Ich hatte gewirkt. Örnek cümlemize geçelim. Ich hatte meinen Fuß verstaucht. Die Salbe hat sehr schnell gewirkt, sodass ich mich jetzt viel besser fühle. Ayağımı burkmuştum. Merhem o kadar çabuk tesir etti ki, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tekrar edelim. Ich hatte meinen Fuß verstaucht. Die Salbe hat sehr schnell gewirkt, sodass ich mich jetzt viel besser fühle. Ich hatte meinen Fuß verstaucht. Die Salbe hat sehr schnell gewirkt, sodass ich mich jetzt viel besser fühle. Diğer bir fiilimiz behandeln. Tedavi etmek, davranmak, bakmak anlamına geliyor. Aynı zamanda bir derste, okulda, bir ortamda bir konuyu ele almak anlamında da kullanılabilir. Präsent, ich behandle. Ben tedavi ediyorum. Ich behandle. Ich behandle. Präteritum, ich behandelte. Ben tedavi ediyordum, tedavi ettim. Ich behandelte. Ich behandelte. Perfekt, ich habe behandelt. Ben tedavi ettim. Ich habe behandelt. Ich habe behandelt. Tekrar edelim. Ich behandle. Ich behandle. Ich behandelte. Ich behandelte. Ich habe behandelt. Ich habe behandelt. Futur bir, ich werde behandeln. Ben tedavi edeceğim. Ich werde behandeln. Ich werde behandeln. Futur iki, ich werde behandelt haben. Ben tedavi etmiş olacağım. Ich werde behandelt haben. Ich werde behandelt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte behandelt. Ben tedavi etmiştim. Ich hatte behandelt. Ich hatte behandelt. Tekrar edelim. Ich werde behandeln. Ich werde behandeln. Ich werde behandelt haben. Ich werde behandelt haben. Ich hatte behandelt. Ich hatte behandelt. Örnek cümlemize geçelim. Sie wurde von sehr guten Ärzten behandelt und sehr schnell gesund. Çok iyi doktorlar tarafından tedavi edildi ve çok çabuk iyileşti. Tekrar edelim. Sie wurde von sehr guten Ärzten behandelt und sehr schnell gesund. Sie wurde von sehr guten Ärzten behandelt und sehr schnell gesund. Diğer bir örnek cümlemiz. Sie behandeln ihre Kinder immer sehr liebevoll. Çocuklarına her zaman çok sevgi dolu davranıyorlar. Tekrar edelim. Sie behandeln ihre Kinder immer sehr liebevoll. Sie behandeln ihre Kinder immer sehr liebevoll. Başka bir örnek cümlemiz. Wir haben heute im Geschichtsunterricht das Thema Demokratie
und Diktatur behandelt. Bugün tarih dersinde demokrasi ve diktatörlük konusunu ele aldık. Tekrar edelim. Wir haben heute im Geschichtsunterricht das Thema Demokratie und Diktatur behandelt. Wir haben heute im Geschichtsunterricht das Thema Demokratie und Diktatur behandelt. Bugünkü dersimizde sich erkälten, husten, anwenden, wirken, behandeln fiillerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.